Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Server-Tutorial zum Thema Einrichten von Unix-Servern. Es hat ein bisschen länger gedauert, bis das zweite Tutorial jetzt erscheint, einfach aus dem Grund, auch ich habe ein Real-Life und wenn es da rund geht, dann ja, muss das Hobby leider ein bisschen zurückstecken. Allerdings, ich werde heute ein Tutorial durchführen, wie man einem Unix-Server mehrere IP-Adressen fest zuweist. Einfach aus dem Grund, es kommt vielleicht mal die Situation, beziehungsweise es wird die Situation kommen, in der man einen Serverdienst unter mehreren verschiedenen IP-Adressen ansprechen möchte. Einfach um zum Beispiel einen blockierten Port wieder zu öffnen oder um eine Teamspeak-Instanz auf mehreren IP-Adressen zu betreiben, beziehungsweise mehrere IP-Instanzen auf einem Server zu betreiben unter mehreren IP-Adressen. Was zum Beispiel den Vorteil hat, dass man zwei Server auf demselben Host betreiben kann, ohne dass es rechtlich Probleme gibt. Der Vor- und Nachteil von mehreren IP-Adressen ist natürlich, man hat einmal eine komplette Port-Range zur Verfügung, zweimal kann man, zum zweiten kann man einen, zum Beispiel einen Homepage-Server unter mehreren IP-Adressen betreiben und kann somit sagen, okay, Domain 1 läuft über IP1, Domain 2 läuft über IP2, was man wiederum für andere Dienste benutzen kann, wenn man Domains verschiedenen IP-Adressen zuweist. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir beginnen jetzt einfach mal. Und zwar, ich hoffe, ihr habt das vorherige Tutorial mit der Grundkonfiguration gesehen, weil, wie gesagt, darauf bauen alle sämtlichen folgenden Tutorials auf. Und wie gesagt, mehrere IP-Adressen einem Server zuweisen ist im Endeffekt recht einfach. Und zwar gibt es unter Unix, beziehungsweise unter Linux-Betriebssystem, ich verwende hier ja Debian, wie man lesen kann, gibt es eine einzige Datei, in der man seine IP-Adressen konfigurieren kann. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder man weist eine IP-Adresse direkt in der Network, in der Netzwerkkonfiguration seine IP-Adressen zu. Eine recht einfache Methode, die auch sehr gut funktioniert, ist, indem man einfach dynamisch IP-Adressen zuweisen kann. Das Ganze funktioniert auch recht einfach. Zuerst müssen wir in den Ordner etc Networks bzw. Network. Darin gibt es eine Datei, die nennt sich Interfaces. Hier wird konfiguriert, wie unsere IP-Adresse sich ihre IP-Adresse bezieht. Hier bei mir im Netzwerk zum Beispiel geht das Ganze automatisch bei DHCP. Bei den meisten Root- und Dedicated-Servern wird es auch so laufen, dass der Hoster dynamisch eben eine IP vergibt. So, jetzt kann man natürlich mehrere IP-Adressen dem Server zuweisen. Das Ganze ist auch recht einfach. Ich nehme jetzt den völlig einfachen Weg, weil der bei mir perfekt funktioniert und weil er auch keine Probleme verursacht. Und zwar sagen wir ihm einfach, beim Hochfahren des Servers möchten wir eine IP-Adresse hinzufügen, und zwar folgende. Also hier müsst ihr natürlich die IP-Adresse eintragen, die ihr von eurem Hoster bekommen habt, wenn ihr eine zusätzliche Adresse bekommen habt. Wenn nicht, bitte aufpassen. Wenn man hier einfach wild irgendwelche IP-Adressen vergibt, kann das zu ganz großen Problemen führen. Von daher bitte aufpassen. So, vergeben wir dem Server jetzt einfach mal die IP-Adresse 30 und da wir nur eine Adresse vergeben möchten, eben mit slash 32. So, und das Ganze geht natürlich an das Device ETH0. Ja, ETH0 ist hier oben schon konfiguriert. Die erste Netzwerkkarte in einem Linux-System ist generell immer ETH0. Jede weitere IP-Adresse hätte dann dementsprechend ETH1, 2, 3, 4 und so weiter. So, jetzt haben wir ihm gesagt, beim Hochfahren möge er sich bitte eine IP-Adresse zuweisen. Das Ganze muss natürlich auch rückwirkend sein. Wenn er runterfährt, muss er diese IP-Adresse wieder freigeben. Hier ebenfalls Delete für IP-Adresse löschen. Auch wieder die Range mit angeben von Device ETH0. So, bevor wir das jetzt übernehmen, testen wir doch einfach mal, ob wir diese IP-Adresse anpingen können. Wir sehen, momentan ist diese IP-Adresse völlig offline, nicht erreichbar und noch nicht zugewiesen. Das Ganze werden wir hier jetzt speichern und einmal den Server neu starten, um zu testen, ob das Ganze auch nach einem Neustart noch funktioniert. Ich kriege hier gerade die Fehlermeldung um die Ohren gehauen, weil natürlich die Netzwerkverbindung jetzt weg ist. So, fahren wir unseren Server mal neu hoch. Man könnte jetzt theoretisch hier auch nachverfolgen, ob er eben alles mit hochfährt, aber da er komplett neu eingerichtet ist, sollte es da keine Probleme geben. So, wir müssen nur gucken, dass er unseren SSH mit hochfährt. So, perfekt. Jetzt können wir hier eigentlich nur noch neu starten.
sind auch wieder auf unserem Server drauf. Und jetzt können wir gucken, ob er unsere IP-Adresse übernommen hat. Und zwar pingen wir ihn dazu einfach nochmal an. Und wir sehen, tada, unsere IP-Adresse wurde übernommen. Das Ganze kann man mit beliebig vielen IP-Adressen machen. Ich könnte jetzt theoretisch von 30 bis 40 alle manuell und per Hand eintragen. Allerdings gibt es dafür einen wesentlich schöneren Weg, und zwar eben über diesen wunderschönen Slash-Befehl. Ich hatte ja bei meiner IP-Adresse slash networks eingegeben, slash networks sage ich schon, slash 32. Das sagt mir die IP-Range. 32 heißt, von meiner Subnetzmaske sind alle 32 Bits belegt. Das heißt, ich habe nur eine einzige IP-Adresse zur Verfügung, die ich damit verwenden kann. Wie das Ganze berechnet wird, bitte ich euch einfach auf Wikipedia nachzusehen. Ist recht einfach. Und hier kann man eben auch sagen, man möchte jetzt zum Beispiel eine Range angeben von IP-Adresse 192.168.166.30 bis 40. Dafür müsste ich 10 IP-Adressen haben. Das heißt, ich muss meine Range so anpassen, dass ich 10 IP-Adressen im Verbund habe. Eine Range kann zum Beispiel so aussehen, slash 24, jetzt hätte ich alle IP-Adressen, die, jetzt müsste ich nachrechnen, wie viele das sind, auf jeden Fall habe ich jetzt eine komplette IP-Range von 30 aufwärts und muss nicht alle IP-Adressen manuell zuweisen. Wenn man sicher gehen möchte, dass man wirklich nur eine einzige IP hat, würde ich auch empfehlen, das auch wirklich so zu lassen. Denn zum Beispiel beim Hoster 1&1, wenn man da mehrere IP-Adressen bestellt, bekommt man niemals ein komplettes Stack, also eine komplette Range von 1 bis. Man bekommt völlig unkontrolliert irgendwelche IP-Adressen, die man eben auch manuell per Hand eintragen muss. Deswegen am besten der sichere Weg über die slash 32 und dann kann man seinen Server auch richtig konfigurieren. So, da wir jetzt mehrere IP-Adressen haben, können wir jetzt mit unseren weiteren Tutorials fortfahren, die unter anderem das sind, einen Apache-Server einzurichten, einen TeamSpeak-Server, der etwas komplexer einzurichten ist, oder eben diverse andere Dienste, unter anderem einen BNC-Dienst zum Beispiel oder einen FTP-Server. Wie gesagt, kann man alles recht schön konfigurieren und das Ganze geht es dann in den weiteren Tutorials.